Leute, nun ist es soweit. Ihr habt sehr, sehr lange gewartet. Ihr saßt sehr, sehr lange auf den Geduldsfaden. Doch jetzt ist es soweit. Dschungelcamp 2022, was wir hier seit knapp 2 Monaten machen, das Projekt in Mycroft wird nun zu Ende gebracht. Man brauchte echt sehr, sehr viele Nerven, um dieses Projekt zu führen. Doch nun haben wir es geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß bei das Finale beim Dschungelcamp 2022. Ich bin ein Skiller, holt mich hier raus. Heute ist der letzte Tag. Ja, heute ist der letzte Tag, wo ich in einer Bierin lutschen werde. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht verstehen, es ist ja, wir waren jetzt echt lange hier und jetzt ist es auf einmal vorbei. Guck dir an, was wir hier gebaut haben. Ja, ey, es ist so geil gewesen. Hier ist immer noch dein Geschenk, ne? Musst du mit nach Hause nehmen, wenn du nach Hause gehst. Ja. Und ich habe eine Therapie gemacht. Ich bin jetzt wieder in Ordnung. Geht dir wieder gut? Ja, das ist doch schön. Stangus! Okay. Anscheinend hat die Therapie noch nicht so ganz funktioniert. Doch, doch, hat sie. Ja. Hat sie ja, das ist gut. Also ich bin echt gespannt, was heute noch so passiert. Robert, das ist der Berner, das sag ich, wenn mir was gefällt. Ich habe dir den Glasflasche in den Kopf geschmissen. Ja, wollen wir mal ins Dschungeltelefon gehen und fragen, ob die nächste Dschungelprüfung heute kommt, oder? Ja, können wir machen. Oder weißt du was, wollen wir vorher noch baden gehen? Ja, können wir danach machen. Gut, dann fragen wir erstmal nach und dann gehen wir auch schon. Bin kurz Affe geworden. Nee, du bist kein Affe. Ich bin kein Affe. Oh, das gefällt mir. Das finde ich nett von dir. Du bist ein Gorilla. Aha, du Idiot. So. Ah, ich mag dich. So. Nee, wie gesagt, ich mag dich wirklich sehr. Ja, ich dich auch. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal Netz bekommen. So, müsste funktionieren. Hallo lieber Leon, hallo lieber Joshua, was gibt's? Hallo. Hallo. Wir wollten fragen, wann heute die nächste, also die letzte Dschungelprüfung stattfindet, ne? Ja. Genau, ja, stimmt. Heute ist ja der letzte Tag, das habe ich schon wieder ganz verplant. Ich komme jetzt mit meinem anderen Moderator runter, ne? Ich komme jetzt mit Tim runter und dann gebe ich euch alles bekannt, was heute, wenn es heute eine Dschungelprüfung gibt, was es da ist und so weiter. Alles Okay. klar. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Die Tür von der Nase zugeknallt, die von dem Gorilla. Ja, ich nehme das nicht mal übel, weißt du? Komm, wir gehen gerade noch baden und dann bin ich mal gespannt, was heute noch so passiert. Ja. Und Papa! Der Klettern gehen. Ja, du kannst ja gut klettern, ne? Ich sag dir jetzt nichts. Klar kann ich gut klettern. Ich zeig's Ja, dir, guck. ich weiß, dass du gut klettern kannst. Du kannst aber auch gut Bananen vernichten. Guck, Achtung, ich zeig dir, wie ich klettern gehe. Und jetzt? Ja, du bist auch ein Arschloch, von daher. Noch keine Ahnung, wo gehe ich jetzt denn dann? Hip? Und dann. Oh, moin, ja. Ja, hallo. Gut, die Finger mal weg. Ja, wie gesagt, gleich sollten die Moderatoren kommen, dann finden wir heraus, ob und wie heute eine Dschungelprüfung stattfindet. Wenn ja, bin ich gespannt, ob wir beide gehen oder nur einer. Ja.
Du hast nichts gesehen. Lass mich in Ruhe. Alles gut, Joshua. Lass mich in Ruhe hier in Jackson. Was? Ja, was? Ah, hey, Leon, willst du mitmachen? Ah, komm, einer geht noch. Du musst den Bombus in der Hand halten. Ah, ja, jetzt ist der letzte Tag. Ein Getränk. Ja. Müssen wir mal so gucken, wer hier gewinnt. Naja, gut. So. Gucken wir erst. Was der liebe Tim macht. Moin, Tim. Hallo. Moin. Bist du ja, gerne. Was denn? Machen wir mal ein Wasser. Mal was Gesundes hier. Genau, solange du hier ein Wasser machst, kann ich dir schon mal hier sagen, was jetzt gleich passieren wird. Nämlich, wir müssten nämlich jetzt mal gleich runter und die Kandidaten ja, sagen, dass es heute keine Dschungelprüfung mehr geben wird, weil sie haben ja schon nachgefragt. Ja, okay, ist natürlich okay, ne? Ja, deswegen, weil sie haben nämlich schon nachgefragt, weil heute das Finale eigentlich sein soll. Genau. Ja. Okay. Naja, gut, komm, wir gehen mal runter. Kannst du das Wasser ja gleich fertig machen? Genau. Gucken wir erstmal, was sie unten machen. So. Ja. Okay. Autsch. Das habe ich gespürt. So. Gut. Dann gehen wir mal rein. Genau, wir gehen mal rein und gucken mal, was wir machen. Hallo. Hallo. So. Genau, ihr habt ja mich eben gefragt, ja, ob es heute noch eine Dschungelprüfung geben wird, ne? Ja. Genau. Ich würde sagen, kommt mal mit, wir setzen uns mal hinten am Lagerfeuer und dann besprechen wir alles Weitere. Genau, weil ja auch heute wie der letzte Tag ist, heute ist das Finale. Fortnite Battle Pass. Okay, perfekt. Joshua freut sich am besten, glaub schon. Okay, gut. Ja, sorry, aber also, das musst du gerade sagen. Alles gut. So, ich muss mich hier ein bisschen hinstellen, in diesem Qualm sehe ich uns sonst nicht. So, okay. Wie gesagt, ihr hattet ja gefragt, ob eine Dschungelprüfung ja heute geben wird. Und ich kann euch leider verkünden, nein, es wird heute keine Dschungelprüfung mehr geben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum. Oder manche fragen sich, warum. Vielleicht auch die Zuschauer da draußen fragen sich, warum. Kann ich euch erklären, nämlich wegen den Corona-Maßnahmen, weil zwar die Zahlen jetzt wieder gesunken sind, aber die Corona-Maßnahmen sind immer noch so prostituieren, danke für deinen Bambus, die Corona, ich sage mal, Regeln, es immer noch so sagen, dass man nicht keine Dschungelprüfung mehr machen kann, ja, oder darf, er gesagt, man darf sich ja nicht berühren und ich wüsste sonst wirklich nicht, ja, was man sonst, ja, für eine andere Dschungelprüfung machen sollte, ja, genau, weil wir hatten eigentlich eine Dschungelprüfung geplant, wo man, ja, eigentlich, ich sage mal, sich berühren muss und auch betteln muss, aber, ja, das können wir nicht machen. Ich frag mich gerade, wieso ihr mir die ganzen, Bären hier mir gibt, aber vielen Dank, habe ich auch erstmal was hier zu essen, Dankeschön, so. Genau, ja, also reicht, ich glaube, so viel esse ich nicht, ich glaube, so viel ist kein Mensch, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Genau, ne, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es keine Dschungelprüfung mehr geben wird. Ja, genau, das erstmal dazu so. Und jetzt kann ich auch ankündigen, Dankeschön für die ganzen Bären hier von euch, reicht, also ihr könnt auch noch ein paar Bären mit nach Hause nehmen, weil ich glaube, so viel esse ich nicht. Gut, genau, auch nochmal für die Zuschauer hier, genau, guckt Leute, ich habe sogar für euch eine Hose, ja, hat ja, mir auch noch gegeben, genau, so, auch nochmal an die Zuschauer da draußen, wir haben einen kleinen Gast, ja, genau, den ihr auch gleich sehen werdet und natürlich, ne, wie wir schon in den ganzen Folgen angesprochen haben, wird es natürlich auch ein König oder
ja, wir haben ja hier keine weibliche Person, das heißt ein König geben. Ich wollte gerade schon Königin sagen, aber wir haben keine weibliche Person hier, deswegen sagen wir mal König. Genau, es wird auch noch gleich natürlich einen Gewinner geben, ein König, genau, der das ganze Dschungelcamp 2022 hier gewinnen wird. Wer es sein wird, Leute, werdet ihr nicht hier erfahren, sondern ihr werdet gleich rübergeschickt, er gesagt, jetzt. Leute, guckt alle mal unten rein, in den Chat, ja, der Chat wurde jetzt aufgemacht, guckt mal rein, da wird gleich, von unseren Moderatoren wird gleich ein Link reingesendet, genau jetzt sollte es passieren, da unten ist jetzt ein Link, genau, drückt da drauf, dann kommt ihr direkt rüber zum Livestream, da wird dann verkündet, wer der Gast wird, da wird auch noch der Gast kommen, genau, da wird verkündet, wer Dschungelkönig 2022 wird, also Leute, genau, guckt jetzt, drückt jetzt unten auf den Link, genau, auch der angepinnte Link da, könnt ihr auch sehr gerne drauf drücken, da kommt ihr rüber zum Livestream und da seht ihr dann alles weitere. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt sofort wieder im Livestream. Bis gleich.